Nach den Schreckensmeldungen aus den USA bezüglich ihrer Inflationsrate dippt sofort Bitcoin und der komplette Kryptomarkt, um sich, so scheint es vorerst, wieder zu erholen und zu stabilisieren. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich uns allen stellt, sind wir mit dem Gröbsten durch? Das werden wir natürlich gleich genauer besprechen. Dazu, wie immer, ein, zwei Nachrichten aus dem Krypto- und NFT-Universum. Also dranbleiben. Stay. Richtig. Tuned. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von uns, den Krypto-Noobs. Sechsmal die Woche versorgen wir euch mit den aktuellsten Nachrichten aus dem Krypto- und NFT-Universum, wobei wir jeden Sonntag mit euch zusammen live gehen. Auch wenn das die letzten beiden Sonntage nicht so geklappt hat, auf die Gründe bin ich ja in den letzten Sendungen eingegangen. Aber wie gesagt, von Montag bis Freitag versorgen wir euch mit den aktuellsten Nachrichten und am Sonntag lassen wir die Woche nochmal zusammen live Revue passieren, gucken uns die Nachrichten vom Wochenende an und machen am Ende ein bisschen Q&As. Bevor ich loslege und falls ihr das erste Mal eingeschaltet haben solltet, was uns dann natürlich sehr freuen würde, vor allem wenn ihr an Bord bleibt. Wir wollen natürlich wachsen und gedeihen. Wir würden gerne mehr Reichweite bekommen. Und das geht nur mit eurer Hilfe. Das bedeutet, einmal die Sendung liken, den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke hier, die kann man auch abonnieren. Alle drei Sachen sind sehr wichtig, um von YouTube in den Algorithmus, also in den Ether gespielt zu werden. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter. Auf Twitter sind wir ein bisschen mehr aktiver auf jeden Fall. Teilt da auch gerne unsere Sendung und verlinkt uns da und ballert die Kommentare voll. Hashtag für den Algorithmus. Nicht nur für den Algorithmus, auch wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritikpunkte habt, ballert das in die Kommentare. Ich antworte eigentlich immer auf alle. Sag ich jetzt mal so einen Raum rein. Das war jetzt lange Rede und ganz viel Sinn. Entschuldigung, wir gucken uns als allererstes mal den Markt an. Nochmal, falls ihr das erste Mal eingeschaltet haben solltet, herzlich willkommen und Gains und Losses der letzten Stunde hier, der letzten 24 Stunden hier. Die drei Spalten sollten sich dann wie von alleine für euch erklären. Hier können wir sehen, wie weit der jeweilige Coin von seinem All-Time-High entfernt ist und hier, wie hoch dieses war. Wie gesagt, auf Bitcoin, meine Güte, gehen wir nochmal ein bisschen genauer ein. Hier die 24-Stunden-Chart und hier können wir sehen, hier ist der Dip gekommen. Ich habe uns das auch nochmal bei TradingView aufgemacht. Hier sieht das nicht ganz so doll aus, aber hier, original hier, sind die Nachrichten rausgekommen, welche folgende waren. Also mal, meine Güte. Ich nochmal einen kleinen Schluck hier. Der berühmte Frosch im Hals, meine Damen und Herren. Man musste einfach nur bei Google USA, USA Inflation eingeben und dann guckt euch das an. Inflation steigt auf den höchsten Stand seit 40 Jahren. US-Inflation steigt auf 6,8%. Probleme mit Energiekosten, Rekordinflation in den USA etc. etc. Inflationssorgen in den USA belasten Börsen. Wir können hier auch sehen, ich habe uns mal die wichtigsten Börsen und Indexes aufgemacht. Bei denen können wir hier auch sehen, alle mehr oder weniger im roten Bereich. Nicht so schlimm wie befürchtet, wie gesagt, das Ähnliche gilt auch für Bitcoin, denn wir haben uns eigentlich ziemlich schnell wieder erholt. Und wenn wir jetzt mal gucken, wo wir vor, gucken wir jetzt mal an, wo wir jetzt vor einer Woche bzw. vor 4 Tagen waren, hier sind wir glaube ich bei einer Woche ungefähr, dann sehen wir, hat sich da eigentlich nicht viel getan. Die Frage ist jetzt natürlich, die wir uns stellen müssen bei Bitcoin, und bei unserem ganzen Markt, wie geht's jetzt weiter? Denn wir wissen ja, 2017 ist jetzt vom Tisch. Wir haben uns exakt bis zum Dezember so bewegt, wie in unserem Bullrun 2017. Und jetzt sind wir davon abgekommen. Ich glaube, eher seit Mitte November. Doch, Anfang November ging noch. Und Mitte November hätten wir dann eigentlich langsam nach oben gehen müssen. Wir haben mittlerweile besprochen, dass das eigentlich kein schlechtes Zeichen ist. Denn es deutet auch ein Super Cycle hin. Das muss man einfach sagen. Gerade bei allen, den ganzen Big Playern, die zu uns ins Krypto-Universum und ins Metaverse gestoßen sind, zu zwei weiteren Big Playern. Ich hatte das eben in der Anleitung schon gesagt, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Von daher glaube ich, dass es jetzt einfach ein Geduldsspiel ist. So, und
man könnte jetzt denken, dass wir mit dem Gröbsten durch sind, dass wir das Gröbste überstanden haben, denn das war schon wirklich eine Schreckensnachricht. Nochmal, das ist die höchste Inflation seit 40 Jahren in den USA, beziehungsweise ich glaube seit 39, wollen wir uns jetzt mal nicht drum streiten. Das ist schon krass. Und nochmal, 6,8%, überlegt nochmal, hier in Deutschland kriegen wir Panik, wenn die 3 vor der Kommazahl steht. Dann sind hier die Alarmglocken an. Und hier reden wir über 6,8. Das ist schon sehr heftig. Und man hätte eigentlich damit gerechnet, dass die Märkte heftiger reagieren. Das haben sie aber nicht gemacht. Jetzt haben wir ein kleines Problem und darauf gehen wir hier gleich ein. Das nennt sich Tapering. Ich hatte gestern auch nochmal einen kleinen Nachtrag bei den Kommentaren gemacht, denn Evergrande und die Inflation hat natürlich was damit zu tun. Und hier können wir nochmal sehen, 9.12. gestern kam auch nochmal schlechte Nachrichten mit Evergrande raus. Da habe ich jetzt allerdings gehört, beziehungsweise gesehen, auf YouTube gesehen, dass da jetzt wohl China einspringt und Evergrande unter die Arme greift. Aber da kam gestern auch nochmal eine schlechte Nachricht. Dazu dann heute die Inflation. Daher ist dieser Dip gekommen. Wir können aber nur froh sein, dass nicht mehr Leverage Trader liquidiert wurden. Allerdings sind die ja in den letzten Tagen ziemlich heftig rangenommen worden. Und das ist trotzdem noch, hatte ich gestern, glaube ich, auch in der Sendung. Das war gestern in der Sendung, wo ich das gesagt hatte. Ich glaube, dass nochmal einmal eine ganz, ganz große Leverage Liquidation kommen wird. Dass wir uns wahrscheinlich noch einmal freispülen müssen. Das würde uns allen, es könnte sein, dass uns das allen nochmal wehtut. Ich hoffe, ihr wisst, ich hoffe natürlich nicht. Wir müssen aber realistisch sein und man muss manchmal dann seine Strategie und seine Ziele, die muss man dann auch ein bisschen, die muss man halt der Situation anpassen und die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist. Und wir haben jetzt am nächsten Dienstag, geht es darum, ob die Zentralbank der USA veranlasst, ob Geld weiter gedruckt wird und weiter in den Markt geschossen wird. Jetzt ist es so, dass der Kollege aus dem Kongress, der das Gesetz dann am Ende verabschiedet, das Wort Tapering das letzte Mal in den Mund genommen hat und da ging der Markt auch sofort runter. Deswegen habe ich uns mal ganz kurz hier aufgemacht, was Tapering ist. Die US-Notenbank hat das Tapering eingeleitet. Die behutsame Abkehr von der Nullzinspolitik, dass die US-Währungsgüter dabei vorsichtig vorgehen, bewahrt die Börsen vor Turbulenzen. Ich glaube, hier unten ist das ein bisschen besser beschrieben. Tapering ist ein Mittel der Zentralbanken, den Geldfluss an die Kreditinstitute zu reduzieren. Dazu schränken die Notenbanken den Rückkauf von Staatsanleihen ein. Es handelt sich folglich um das genaue Gegenteil dessen, was praktiziert wird, um den Markt mit Liquidität zu überfluten. Also das Gegenteil von dem, was in den letzten Monaten ja auch schon fast ein bisschen zu heftig praktiziert wurde von den USA durch den Coronavirus, durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wurden die Gelddruckmaschinen nochmal auf Turbo gestellt. Und wenn nächsten Dienstag die Notenbank sagt, dass sie das Tapering einleiten wird, das bedeutet, dass weniger Geld in den Markt erstmal fließt, um das alles ein bisschen zu beruhigen, was tatsächlich auch vielleicht sogar im Moment Sinn machen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Aktienmarkt darauf reagiert, nach unten geht und dann reagiert unser Kryptomarkt auch darauf und wird auch nach unten gehen. Und dann reden wir tatsächlich nochmal über eine Range, die hier noch ein bisschen weiter nach unten gehen könnte. Und zwar vielleicht sogar in dem mittleren 30er-Bereich. Ich bleib dabei, ich hätte nicht gedacht, dass wir die 30er nochmal wiedersehen. Die 20er hatte ich euch gesagt, die sehen wir definitiv nie wieder, bleibe ich auch dabei. Es könnte tatsächlich aber sein, wenn wir richtig Pech haben, dass wir nochmal in den oberen 30ern landen. Auch nur kurz, glaube ich tatsächlich, um uns dann zu konsolidieren und nach oben zu gehen. Ich bin weiterhin bullish und ich glaube weiterhin, dass wir mehr denn je, meine Damen und Herren, dass wir uns gerade in einem Supercycle befinden. Lasst euch davon also, wenn es passiert, nicht aus der Panik bringen. Lasst euch nicht in Panik bringen, meine Damen und Herren. Nicht eure Spur verlassen. Bleibt strong, maximal, wenn ihr ein bisschen Dry Powder habt.
Ich würde es tatsächlich jetzt an der Seite liegen lassen und bis nächsten Dienstag warten, bevor ich da was reinschieße. Wenn ihr jetzt noch Coins habt, wo ihr sehr weit hinten seid, und dann macht es, glaube ich, tatsächlich auch jetzt ein DCA zu machen. Aber, wie gesagt, wenn ihr Dry Powder über habt, wo ihr sagt, okay, ich weiß gerade nicht so genau, was ich damit machen möchte, ich würde bis nächsten Dienstag warten. I'm just saying. Und daher, der Markt ist, wir können das wie gestern machen. Ne? Wir reden ja auch öfter mal ein bisschen länger über die anderen Coins, über den Markt und ein bisschen weniger über Bitcoin. Im Moment ist wieder Bitcoin ein bisschen mehr das Thema. Den Markt können wir eigentlich sehr schnell überfliegen. Alles eher im Minusbereich im Gegensatz zu gestern. Wir reden hier einfach wieder über verdammt gute Entries. Also nochmal, wenn ihr nicht wisst, worin ihr investieren sollt, schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr ob ihr DCA machen sollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Schreibt da die Entry rein. Schreibt nicht, wie viele eingesetzt habt, wie viele Coins habt. Das ist völlig irrelevant. Schreibt einfach die Entry rein. Und ob ihr vorne oder hinten seid. Das würde ja reichen. Aber es gibt ohne Ende gute Entries. Atom, VeChain ist wieder ein super Einstieg. FTX-Token. Elrond, die waren, glaube ich, auch schon auf 548. Sandbox auf 40% runter. Theta bleibt das Rätsel dieses Bullruns. Uniswap, mal gucken, was die gerade sagen. 15 für Uniswap. Ist ein Long-Term-Hold, aber Uniswap, wenn ihr einen guten Long-Term-Hold sucht, bei dem ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger sehr gut DCA machen könnt, dann würde ich euch Uniswap ans Herz legen. Ist dann allerdings ein absoluter Long-Term-Hold. Sonst, wenn ihr Fragen habt zum Markt, ballert's in die Kommentare. Die Nachricht habe ich uns auch dazu mal aufgemacht. Also ich finde deswegen mal aufgemacht, denn ich finde, die passt zu diesem Thema. Ich hatte immer wieder in den Sendungen betont, vor ein paar Monaten, glaube ich, ich hätte das mal vielleicht ein bisschen öfter wiederholen sollen, gesagt, dass ich glaube, dass auf jeden Fall die großen Finanzinstitute nochmal zu einem großen Schlag gegen uns ausholen werden. Sie haben es einmal probiert am Bitcoin Day, wo als El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen hat. Da haben sie es einmal probiert, hat auch nicht wirklich funktioniert, aber da kam der erste Versuch. Und die IMF, wissen wir, der geht nicht weg. Der Internationale Währungsfonds, der ja nur dazu da ist, um Gutes zu machen, deswegen sind ja auch so ziemlich alle Länder am Arsch, dem die helfen. I'm just saying. Und die gibt natürlich weiter Gas. Ich hatte euch ja mal in einer Sendung euch die Timeline gezeigt, ne? Von der IMF, von 2014, glaube ich, oder so, bis heute. Wie sie erstmal ihre Meinung geändert haben, wer da Chef war, Frau Lagarde etc. Die hat es ja auf Fauste, kennt er den Ohren. Und die machen jetzt natürlich weiter. IMF wants comprehensive coordinated global crypto regulation. The crypto markets 2.5 trillion market cap could reflect froth in an environment of stretched valuations. Argued. Das muss ich euch auch gar nicht übersetzen, das ist völliger Kokolores. The International Monetary Fund has warned of systemic financial stability risk from the growing crypto sector and called for comprehensive, consistent and coordinated global regulation of the industry. Wisst ihr was? Die Idee ist sogar ganz gut. Ich glaube nur, dass sie damit was anderes meinen. Weil eine globale Regulation für Krypto wäre doch top für uns. Da müsstest du nicht von Land zu Land gucken, wie du dein Krypto versteuern musst, etc., sondern wir hätten eine einheitliche Gesetzgebung, die weltweit, die globale Wirkung hätte. Nicht Wirkung, sondern die global, meine Güte, es ist Freitag, die global angewendet werden kann. Also, ich weiß nicht, ob sie sich hier gerade ein Eigentor mitschießen, denn ich denke eher, dass was die IMF meint, ist das, was die SEC gerade mit Ripple probiert. Versteht ihr? Und die eher wollen uns natürlich Steine in den Weg legen, denn sie haben ja auch geschrieben, also, oh, wir haben Angst, wie sie das ja alle schreiben. Oh, das finanzielle System wird bedroht. Ja, das wird's auch. Aber es wird an allererster Stelle von euch bedroht, ihr Vollpfosten. Wer macht denn die ganze Spekulation? Wer ist denn für die letzten Spekulationsblasen verantwortlich gewesen? War das nicht ihr, die großen Institutionen und so? Wart ihr, glaube ich, ne? Ja. IMF,
La, 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 lasst euch nicht verarschen. Just saying. NFT News habe ich uns zwei Muggelige rausgesucht. Erstmal, ich weiß nicht, ob ihr den Film Harold und Kumar kennt. Falls nicht, dann gönnt euch, sind zwei Teile, ist eine Komödie. Der zweite Teil ist meiner Meinung nach so, aber der erste ist sehr nice und da geht es halt um zwei Dudes, die sich auf die Suche nach einem White Castle Laden begeben und da einige Abenteuer durchstehen müssen, bis sie dann endlich ihre legendären White Castle Burger bekommen. Und man glaubt es kaum, die steigen jetzt in unser NFT-Universum ein, meine Damen und Herren. White Castle Ghost Crypto, Scoops Ethereum Name and Seaham's NFT. Another well-known brand has joined the crypto space with restaurant chain White Castle registering an ENS domain name and buying up a buzzy new NFT. Also erstmal haben sie sich eine Ethereum-Adresse gesichert. Und zwar hier über das ENS-Network, das ist dieses hier. ENS has been compared to the crypto version of the Internet's domain name systems, the DNS, wisst ihr, .com, bla bla bla. Like purchasing a domain, White Castle now owns the White Castle official .eth address. Hier könnt ihr euch die Adressen wie eine Domain, wenn es sie noch nicht gibt, dann könnt ihr euch die hier drüber besorgen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das mit den Preisen ist. Ich gucke mir das nochmal genau an, denn wir haben uns auch mal überlegt, mittelfristig vielleicht mal eine Webseite anzulegen. Und dann wäre es natürlich irgendwie nice, wenn wir das dann hier rüber machen würden, ne? Würde ich. Oder beziehungsweise da zumindest eine hätten, würde ich auf jeden Fall nice finden. Ja, probably nothing. Also, ein weiterer Big Player aus den USA kommt zu uns ins Krypto-Universum. Und hier können wir nochmal sehen, Taco Bell. Taco Bell, haben wir Taco Bell mitbekommen? Wann war das? 22. März, da gab es unsere Sendung noch nicht tatsächlich. Deswegen, ich wollte gerade sagen, wann hatten wir denn Taco Bell in der Sendung? Aber okay, Taco Bell im NFT-Bereich, Nike, Budweiser, wir wissen, dass Burger King ein Gewinnspiel noch gemacht hat mit Ethereum, Bitcoin und Doge. McDonald's bringt NFTs raus. Ich könnte so weitermachen und weiter und weiter. Ich bleibe dabei. Super Cycle is coming und NFTs werden nochmal einen ganz, ganz üblen Bullrun haben. Vielleicht ist es so, wie im Krypto-Universum, dass wir uns gedulden müssen. Wir sind im NFT-Universum sehr davon abhängig, wann die Coinbase, wann der Coinbase-Marktplatz on geht. Dann hätten wir meiner Meinung nach noch einen zweiten Bullrun, weil wenn der eröffnet, dann geht es erstmal richtig ab wie eine Rakete. Und dann am Ende dieses Bullruns, wenn alles am Austoppen ist, vor allem wenn Ethereum und Bitcoin austoppt, glaube ich, wird sehr, sehr viel nochmal ins NFT-Universum laufen, fließen. Ihr wisst schon, was ich meine, meine Damen und Herren. So. Microsoft Warner Brothers Back Palm NFT Studio in 27 Million Series B Round. The creative studio behind projects on Ethereum sidechain pulls in major new investors as it aims to help make NFTs ubiquitous. Meine Damen und Herren. Ubiquitous? Ich konnte das mal. Obnoxious. Yes. To help make NFTs so ubiquitous. Meine Damen und Herren. Ihr wisst, was das heißt, ich weiß, was das heißt und deswegen können wir ganz entspannt weitermachen, würde ich mal so einen Raum rein sagen, meine Damen und Herren. Also, Palm Studios hat eine Investing Round, eine zweite, ins Leben gerufen und Warner Brothers und Sony haben investiert. Bei Palm Studios halt, ist es eine Sidechain, hier eine Centric Sidechain von Ethereum und diese ist definitiv energieeffizienter, das heißt auch umweltfreundlicher und vor allem billiger. As the NFT space expands and flourishes, creators are looking for ways to minimize Ethereum's sizable environmental ist gar nicht so schwer, oder? Sizable environmental impact, congestion issues and transaction costs. Palm has emerged as a bespoke NFT-centric sidechain and scaling solution to help with those concerns.
And now the creative studio tied to it has brought on some major new investors. Um nicht zu sagen, obligatios. Ich wollte das einmal ganz kurz nochmal erwähnen. Jetzt habe ich es natürlich weggeblutet hier, ist aber nicht schlimm, wir waren ja hier. Hier stand nochmal das ein bisschen ausführlicher, was ich halt eben gesagt habe. Es ist eine Ethereum Sidechain, die schon besser scalen kann als die Ethereum Blockchain. Nochmal bedeutet schneller, umweltfreundlicher, energieeffizienter und billiger. Und jetzt haben sie halt heute angekündigt, nicht angekündigt, sondern herausposaunt sozusagen, meine Damen und Herren, dass sie weitere 27 Millionen in einer zweiten Funding Round ins Leben gerufen, beziehungsweise nicht ins Leben gerufen haben, sondern an Start gebracht haben. Und dabei sind Warner Brothers, Griffin Gaming Partners, auch sehr groß, SK Telekom, sagt mir auch irgendwas, Third Kind Venture Capital, sagt mir nix. And the Lao, an Investment-Focused Decentralized Organization, also ein DAO hat er auch rein investiert, finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Ich habe eben gesagt, dass Sony, habe ich das auch, ich hoffe, habe ich das am Anfang gesagt? Nee, ne? Eieieiei. Also Microsoft und Warner Brothers haben investiert. Warum war ich denn eben bei Sony? Naja, ich meine, das macht es nicht unbullischer, oder? Also die beiden haben in die Palm NFT Studios investiert. Und das muss man auch weiter im Auge behalten. Weil das könnte natürlich auch bedeuten, dass sie früher oder später einen Marketplace rausbringen, wo dann nicht unbedingt Microsoft, aber vor allem Warner Brothers, ich denke da an Filme etc., ihre NFTs rausbringen können. I'm just saying. Microsoft und Warner Brothers. So. Hashtag Ubiquitous. Meine Damen und Herren. So, gucken wir uns nochmal kurz den Markt an. Und dann war es das auch schon für heute. Ich Blödmann, deswegen habe ich uns das hier mal kurz aufgemacht und nicht aktualisiert. Das ist nicht aktuell, sondern, obwohl doch, 2 days ago, yesterday. Das müsste sich dann auch auf 2 days ago demnächst aktualisieren. Gucken wir uns gleich mal an. Denn mir fiel nach der Sendung ein, wir hatten uns doch angeguckt, warum Super Rare so gestiegen ist. Ja, ich hätte hier einfach mal vielleicht auf die Top Sales gehen können. Auf der Seite, auf der ich schon war, bei Debra da. Und hier können wir nämlich sehen, einmal ist der Kollege hier verkauft worden für 1600 Ethereum. Und Ross Ulbricht, Genesis Call, ist verkauft worden für 1444 Ethereum. Dann macht das Sinn, dass das Marktvolumen um 1000 oder was war das, um 4000% gestiegen sind. Das waren mal ganz kurz 13,3 Millionen Dollar. Machen wir ganz kurz hier aktualisau. Ja, seht ihr, jetzt sind die nämlich draußen beide. Jetzt sind die beide nämlich draußen. Oha, Citizen 95, der muss aber was Besonderes haben. Ist für 250 Ethereum weggegangen. Das waren Free Mint, Leute, ne? Eieieiei. Den müssen wir uns mal ganz kurz angucken hier. Achso, hier kann man sich den nicht. Ups, ne, das wollte ich jetzt ja nicht. Alter Schwede! Das gucken wir uns mal kurz an hier. Hier war das Citizen 95. Neo Tokyo. Hödmann. Dumm ist der, der dumme schreibt, ne? Activity. Floorpreis 31 Ethereum. Alter Schwede. Die haben am Anfang Leute für 4 Ethereum verkauft. Hätten wir mal zuschlagen sollen, wa? Hier, 39 ist einer. Guckt euch das mal an hier. Eieiei. 75. Das ist life-changing money. Das sollte sich mal wie Journey Crypto angucken. Die Kollegen haben wirklich den Menschen life-changing money gebracht. Wow. Ich habe auch versucht, da reinzukommen. Wisst ihr, habt es nicht geschafft. Aber das ist community-driven. Guckt euch diese Sales an. Ich muss diese 250 gar nicht mehr finden. Ist mir gerade schon Wumpe. Aber ist das nice. Eieieiei. Wo ich mich jetzt gerade frage, wo der war. Das war doch Neo Identities, oder nicht? Oder war es ein kompletter Pack? 97 war das, ne?
Naja, haben wir fürs nächste Mal was zu gucken. Ich könnte jetzt nochmal genau danach suchen, aber ich gucke mal auf die Uhr. Halbe Stunde, länger wird es nicht mehr. Habe ich euch gesagt, bleibe ich dabei. Aber das mal kurz dazu. Das war aber auch irgendwie nicht so, naja, ne? Nochmal, dumm ist der, der Dummes tut. Und zu blind ist, einmal ganz kurz, oder zu blöd ist, einmal kurz die Seite ein bisschen nach oben zu ziehen. So, dann gucken wir uns mal die Märkte an. OpenSea weiterhin unverändert. Ja, und hier sehe ich das Riesenproblem. Ich hatte es euch gesagt, wenn wir hier zweistellige Zahlen sehen, kriegen wir ein Problem. Denn Axie ist eine Plattform, die nur für die eigenen NFTs ist und die Menschen leben davon. Play-to-Earn-Spiel und die Menschen gerade viele in Venezuela und in den Philippinen leben davon. Und wir waren vor einer Woche auf 150. Das geht richtig ins Geld. Puh, müssen wir weiter im Auge behalten. Wenn ihr Axie Infinity Coinholder seid, Vorsicht. Die Central Land wieder nach oben gegangen, aber da gehen die Land Sales ja auch gerade ins Unermessliche. Ich halte mich da raus, hatte ich euch schon mal gesagt. Atomic Market bisschen runter, muss man nicht so ernst nehmen. Magic Eden wieder ein bisschen runtergeballert. Na, was sagen denn die Solana Marktplätze? Marktplätze. Solana Art hält sie mir stabil. Solsi ist wirklich ein Problem, finde ich, denn das sollte die größte Plattform werden, das Gegenstück zu OpenSea. Aber im Moment sind das eher Magic Eden und Solana Art, wenn ich das da so sehe, was die Trading-Zahlen und das Volumen angeht. Hiccup Nunc wieder ein bisschen nach vorne gegangen. Der andere von Tezos ist runter. Ja, Digital Ice, ja, 190% plus gemacht, dann weiß man aber auch, wie es um diese Plattform steht. Ich habe kein gutes Gefühl. Ihr wisst, ich habe da alle meine Solana-NFTs runtergenommen und habe die bei Solsi, Solana Art und bei Magic Eden, habe die da reingestellt. Na, werden wir mal sehen, was passiert. Wo haben wir denn hier? Wo ist denn hier? Doch, hier ist Axie Infinity. Hier sind sie noch knapp drüber, wenn wir uns die Wochencharts angucken. Aber ja, es wird eng. Vor allem für die Leute, die damit ihr Geld verdienen. Es sind ja auch viele dabei, die es wahrscheinlich zum Spaß gemacht haben und jetzt irgendwie weit vorne sind. Aber sehr viele Menschen sind abhängig von diesem Spiel. Stand jetzt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir bleiben weiterhin vorsichtig und wir bleiben weiterhin auf der Hut und haben vor allem nächsten Dienstag auf dem Schirm. Meine Damen und Herren, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag zur Live-Sendung wieder. Und diesen Sonntag, ja, ich bin am Steisel für euch und mit euch zusammen, jo. Da kommt gleich mal Krypto-Klaus um die Ecke und erzählt euch mal ein bisschen was. Da müssen wir also ein bisschen in die Google rein. Verstehst du? Also, in diesem Sinne, ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren, Sendung liken, Benachrichtigungsglocke liken und abonnieren. Abonnieren. Instagram, Twitter, Kommentare, Hashtag für den Algorithmus. Bis Sonntag. Bis dahin, trade well, gehabt euch wohl, Mamba. Out.